denn da ran oder so? Ne, da kommt er nie ran. Ja, keine Ahnung. Man kann hier auch nicht langhangeln oder so. Das ist ja alles sehr merkwürdig. Okay. Aha. Ha. Ich frage es nur. Ich höre hier mehrere Sachen. Das wird wahrscheinlich auch eine Kamera sein, oder? Ja. Ich glaube, ich bin auf der falschen Seite hochgegangen. Kicher. Ja, wie komme ich... Komme ich da jetzt irgendwann nochmal hoch? Darüber springen oder was? Ich komme ja nicht auf die andere Seite, sehe ich gerade. Okay, laden wir noch mal rein. So, also man kommt nicht auf die andere Seite, obwohl hier man, wo man hier so ein bisschen balancieren könnte. Das heißt... Ja, was heißt das? Hier waren wir doch schon mal. Jetzt bin ich wieder ein bisschen Meeting Room. Ja, hier waren wir ganz am Anfang. Oh. Wie komme ich in den Hauptserverraum? Hier können Sie nicht durch. Unsere Türen funktionieren nicht richtig. Gibt es noch einen anderen Weg? Vielleicht bei der Forschungs- und Entwicklungsabteilung. Es könnte einen Weg durch die Ventilation geben. In den Generatorraum. Vielen Dank. Ich habe kooperiert. Ja, deswegen schläfst du auch nur und stirbst nicht. Boah, wo ich jetzt überall hin muss oder soll? Was? Training Gym? Oh, oh, oh. So, 193. 169. 30. 20. Ja. Toll. Gehen wir mal in den Training-Gym.
jeden Fall erstmal speichern. Gibt's hier noch mehr von euch? Keine Ahnung. Wenn wir den jetzt da rauskatapultieren können, das wäre doch cool. Wenn wir sein Laufband mal ein bisschen schneller machen könnten. So, 191 mit einer 40 hinten dran. Moment mal. Normal. 194. Okay. 20. 30. Gute Arbeit, Sam. Wenn du das Programm auch noch auf dem letzten Server installierst, machst du mich zur glücklichsten Frau der Welt. Du bist ja leicht zufriedenzustellen. Tja, Frauen sind nun mal sehr neugierig, Sam. So, ist ja dann bald mal fertig, oder? Nee, das ist mir zu heiß. Riechtunnel. Ach komm. Nehmen wir. Das war wahrscheinlich totaler Blödsinn, aber. Das ist ein ziemlich gemütlicher Posten. So viel ist sicher. Hab gehört, dass der Typ ziemlich nervtötend sein soll. Der Kerl ist gar nicht mehr hier. Er hat die Stadt verlassen. Was? Du passt also nur auf sein Zeugs auf? Ja, wir saufen seine Hausbar leer und spielen seine Videospiele. Er hat das neue Prince of Persia. Ja? Hab gehört, das soll richtig gut sein. Na klar. Das Spiel des Jahres, Mann. Natürlich. Ich kann kaum erwarten, es zu spielen. Prince of Persia ist ja niedlich. Hier dunkel, ja? So. Was war denn hier? Nicht viel. Medikit brauchen wir nicht. Der zockt jetzt, oder? Retina-Scanner, aber mich würde das mal interessieren, was hier so los ist. Vor allem, wo der Dicke ist. Äh.
Wo sind wir hier? Und dann macht der jetzt, haut der jetzt ab oder was? Ballerten hier bitte schön. Hallo. Was ist das für ein Bug bitte? Was ist denn das? Du weißt schon. Hab ohne Ende Überblick. Wer läuft denn da amok? Nein, wir werden in einer kleinen Pension übernachten. Oma ist. Haben die in Main Street? Warum? Oh, hatte ich ganz vergessen. Wie kann man das vergessen? Also ich denke mal, das ist einfach nur ein Spielebug, der ziemlich nervig gerade ist. Hier ist noch nicht mal einer. Okay, ist kein Bug. Ist irgend so eine Schießeinrichtung. So. Die der Typ da aktiviert hat. Naja. 191,67. Kann ja bloß die sein, wa? Leistungsbericht. Mhm. Doch, dann gehen wir dann hier in die Forschungsabteilung, wa? Gehen wir mal rein und gucken. Von hier aus müsste man irgendwie in den Serverraum gelangen können. Schießstände besitzen normalerweise eine externe Ventilation, um den Rauch abzuführen. Die ist vielleicht mit dem Klimasystem des Serverraums verbunden. Gute Idee. Hier? Mhm. Noch da oben oder was? Aha. So, da müssen wir auf jeden Fall erstmal speichern. Vielleicht nicht ganz so laut hier durchharschen, wa? Oder hirschen. Nicht harschen, hirschen. Seil ergreifen. Mhm. Als hätte jemand die Daten, die wir benötigen, vom Server verschoben. Login-Name,
M. Nedic. Milan Nedic? Über den Namen stolpern wir verdammt häufig. Leider haben wir immer noch nichts über ihn. Vermutlich ein Deckname. Ich werde sehen, ob es mir gelingt, seine wahre Identität herauszufinden. Wir müssen unbedingt Zugriff auf seinen Computer bekommen. Sein Büro müsste sich irgendwo in den oberen Etagen befinden. Ich störe nur ungern, aber... Ich sehe es. Der Strom ist wieder da. Das sehe ich, Grim. Du hast Gesellschaft. Du solltest... Ich sehe es. Fischer, pass auf den Alarm auf. Du befindest dich in einem Gebäude voller Söldner. Ja, und? Wo kamen die jetzt her? Mach dich fertig, egal wie. Ich brauche Feuer. Verdammt, Fischer. Ich sagte doch keine Toten. Ich breche die Aktion ab. Mission beendet. Ja, Moment mal. Also letztendlich haben die ja auf mich geschossen, ne? Das möchte ich hier erstmal nochmal betonen. So, ne, dann machen wir das halt ein bisschen anders. Als hätte jemand die Daten, die wir benötigen, vom Server verschoben. Login-Name M. Nedic. Milan Nedic? Über den Namen stolpern wir verdammt häufig. Leider haben wir immer noch nichts über ihn. Vermutlich ein Deckname. Ich werde sehen, ob es mir gelingt, seine wahre Identität herauszufinden. Wir müssen unbedingt Zugriff auf seinen Computer bekommen. Sein Büro müsste sich irgendwo in den oberen Etagen befinden. Ich störe nur ungern, aber... Ich sehe. Der Strom ist wieder da. Das sehe ich, Grim. Du hast Gesellschaft. Du solltest... Ich sehe es. Ich will nur den Server überprüfen und sicherstellen, dass nichts geröstet wurde, als der Strom zurückkam. Gut, ruf mich, wenn du etwas brauchst. Mach ich. Mhm. Okay. Ich habe da ein kleines Problem mit eurem Server. Ich habe doch kein Problem. Bitte, töten Sie mich nicht. Die Dateien, die ich suche, wurden auf einen anderen Computer umgeleitet. Ich muss hier noch ein Backup geben. Hier ist kein Backup. Die Daten befinden sich nur noch auf dem PC von Milan Nedic. Milan? Er ist der Vizepräsident Personenschutz. Findest du es nicht auch etwas verdächtig, dass er seine Daten versteckt? Jetzt, wo Sie es sagen, ja. Mehr weiß ich nicht. Wir stehen hier sowas von ungünstig. Allerdings halt keine Ahnung, wie ich hier Licht auskriege. Speichere einfach mal ab. Die Marinda. Oh. Boah. Adrenalin. Ja, dann geh doch mal gucken. Oder komm am besten her. Weil wenn du die Leiche siehst, kannst du eventuell Alarm auslösen und möchte ich vermeiden. So. Alter Schwede. Werden wir mal den Typen da noch holen, wa? Vorsichtshalber.
Junge, Junge, Junge. So. Nun können wir eigentlich erstmal weitermachen. Speichern wir mal. So ist es also. Also, na, warte mal. Vielleicht können wir jetzt den Aufzug rufen. Strom ist ja wieder da.